Wunderschönen, schneeweißen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 23. Februar 2024. Wir haben schon wieder Wochenende. Wir freuen uns darauf, bei so einem schönen Wetter macht es so richtig Spaß, rauszugehen. Und Andreas, Augen leuchten auch schon voller Vorfreude. Ja, heute Nacht hat es geschneit, wieder so zwischen 15 und 20 Zentimeter. Heute Morgen war schon Schneeräumen angesagt. Die Sonne scheint momentan wieder auf diese frische neue Schneedecke, die sich hier oben drüber gelegt hat, auf die alte. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das immer sehr gern, wenn das so frischer neuer Schnee ist, so ganz. Der changiert auch, ganz ehrlich. Und im Hintergrund dann eben halt auch der See. Es ist allerdings wärmer geworden. Wir liegen jetzt bei -1 Grad. Und heute soll es noch sonnig werden. Gegen Abend soll dann aber tatsächlich ein bisschen Regen kommen und +5 Grad bis morgen und ab Sonntag wieder sonnig alles. Ach, gucke an. Ja, und dann kommen wahrscheinlich auch die ersten Frühlingsblumen. Auf jeden Fall ist diese Februarsonne, die auch heute wieder so stark scheint, sehr, sehr gut zum Einsehen. Das steht nämlich jetzt hier bevor. Ich denke mal bei vielen von euch auch schon. Wer sein Gemüse in diesem Sommer sehr gerne selber ernten möchte, der kann mal langsam in die Hufe kommen, wenn er das geeignete Saatgut, die geeignete Erde, die kleinen Töpfchen hat, wenn er sich vor allem ausgesucht hat, dass er vielleicht Tomaten und Gurken und Zucchini und Zwiebeln und so weiter selber auf den Tisch zaubern möchte, natürlich mit Hilfe der Wesenhaften, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und ja, wir dürfen es ja ruhig verraten, Andreas, wir beide arbeiten gerade an einem Gartenbuch. Das kommt in diesem Frühjahr, Frühsommer raus. Altes Wissen aus Garten und Küche. Und da gibt es einen Hühnerbaron, der eigene Kapitel dazu schreibt. Ja, gut, also ich jetzt nicht zu viel. Also auf meine Richtung ist es dein Buch. Es ist ein wunderbares Werk und das ist wirklich großartig. Und du hast ja gezeigt auch immer wieder, wie du hier mit dem Garten, mit den Hochbeeten, mit den entsprechenden Kräutern und mit dem Anbauen und Brotbacken und all diese Dinge ein wirklich gesammeltes, großartiges Werk für jedermann, der in der Lage sein will, sich so autark wie möglich verhalten zu können und gesund leben zu dürfen. Und mein kleiner Part war, mich mit den Hühnern zu beschäftigen. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Und wir haben ja eine wirklich, wirklich schöne Zeit hier. Und jeder kann das auch für sich auch im ganz kleinen Rahmen anwenden. Es geht nicht nur darum, dass man da über Hektar an Land verfügen muss, sondern manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten, mit denen man eine Menge bewerkstelligen kann. Wir freuen uns drauf mit ganz vielen Bildern, ganz dick und ganz toll. Ja, es wird ein richtiges Bilderbuch. Und das Einzige, wo noch nachgearbeitet werden muss, Andreas, das muss ich dir hier so sagen, ist das Kackbrett. Also das Foto geht gar nicht. Es ist wirklich schwierig, ein ästhetisch schönes Foto von einem Kackbrett zu liefern. Aber es ist nun einmal so, dass in dem Hühnerstall dort eine Hühnerstange ist und da sitzen die Hühner und dann lassen die da nachts ihre Exkremente fallen. Das könnte auf den Boden runterfallen, dann müsste ich aber ständig den gesamten Stall neu durchmisten. Oder man setzt dort ein Brett drunter und dann fällt das darauf. Da kommen dann im Prinzip so Holzspäne drauf und dann kann man das dann eben halt alle 2 Tage wieder mit dem Spachtel runterkratzen, wieder neue Holzspäne und dann sieht das wieder aus wie neu. Aber insgesamt gesehen fällt es mir momentan noch schwer, da wirklich ein hübsches, harmonisches und appetitliches Bild zu zaubern. Ja, also schön sind die Eier, wenn die so an uns weiter geschenkt werden von den Hühnern. Aber dieses Kackbrett, also da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja, deswegen wird wahrscheinlich das Buch ein bisschen später erscheinen als eigentlich geplant. Nein, nicht nur wegen des Kackbretts. Aber das Kackbrett ist nun einmal deshalb wichtig, weil es ja auch darum geht, wie baut man einen Stall? Und da habe ich dann ein bisschen ein paar Tipps mit dazu gegeben. Und deshalb gehört eben halt auch dieses wichtige Thema mit dazu. Können wir nicht auslassen. Ja, und des Weiteren sind wir natürlich, um noch ein bisschen über uns zu sprechen, beschäftigt mit unserem Kongress. Kraftvoll in den Durchbruch. Es ist wirklich umfangreich, was wir hier lernen dürfen von den einzelnen Referenten. Und ja, es gibt nach unseren Vorgesprächen, gerade auch so aus unserem engsten Umfeld, ganz spannende Reaktionen.
zum Beispiel auf das Interview von Frau Dr. Nadine Kleine-Bekel, die in dem Kongressinterview über wirklich spannende Themen sprechen wird, nämlich, naja, unsere Reise hier auf unseren Erdenwanderungen, was sind die Ziele? Und sie verrät uns, und zwar auf ganz logische Weise, wie wir, ich verrate jetzt nicht zu viel, das ewige Leben finden können. Naja, und wir waren gestern in einer sogenannten Redaktionsbesprechung, was wir regelmäßig jetzt haben, zur Vorbereitung jetzt auf diesen Kongress. Und da war das ein wirklich umfangreiches Thema. Und da ging es tatsächlich auch um die großen Zusammenhänge, die auch zurzeit opportun sind, überall in den Medien, aber eben halt aus einer Adlerperspektive sachlich fundiert und geistig vor allem fundamental gesichert, nämlich die Frage zwischen Mann, Frau, wie viel Geschlechter, wie man in einen falschen Körper kommen kann und so weiter und so fort. Hochinteressantes Thema und vor allem eben halt auch, wie man denn mit diesen Dingen ganz wirklich sauber und umgeht. Und das Ganze ohne jedwede Anklage, Kritik oder sonst was, sondern einfach nur eine sachlich vernünftige, aber geistig hochwertige Abarbeitung. Also Nadine Kleine-Bekel ist wirklich eine Frau mit einem unglaublichen Charisma und vor allem in einer ganz unaufgeregten Art erklärt sie Zusammenhänge, wo einem manchmal wirklich das Blut stockt, aber nicht, weil es so schockierend ist, sondern weil sie in der Lage ist, diese Dinge so einfach auszudrücken, dass man erstaunt und sagt, warum bin ich selber nicht darauf gekommen? Ja, man versteht das Leben und Sterben auf einmal noch viel besser. Sie gehört ja auch zu dem Seelenarbeitsteam um Christopher Vasey, das ist der Schweizer Naturheilpraktiker, der auch einen Vortrag hält. Und zwar wird er auch Lösungen in den Fokus nehmen, geistiger Art. Eben nicht jetzt alleine materieller Art. Wir haben ja auch Juristen, Anwälte dabei. Philipp Kruse, ein ganz großartiger Analytiker, Jurist aus der Schweiz. Da geht es um WHO und den Pandemievertrag. Und viele andere, Frau Dr. Röhrig beispielsweise, Dr. Marz, der wunderbare Psychotherapeut, der den Menschen hilft, aus der Angst zu kommen. Oder eben auch Professor Hockerts, der eben auch sagt, die Angst ist das, was wir jetzt wirklich verhindern müssen. Und das müssen wir lernen. Und das kann man lernen bei diesem Kongress. Wir stellen euch das heute nochmal ein. Es gibt ja auch eine Aktion, eine Jubiläumsaktion über 4 Jahre Podcast. Und da gibt es sozusagen noch die Möglichkeit, dass die ersten 100, die sich anmelden, dann einen Gutscheincode von 20 Euro einlösen können. Wir stellen das heute nochmal ein. Und es gibt nur noch wenige Karten, wie ich gehört habe. Aber heute soll es nochmal rein. Und jetzt können wir auch mal anfangen mit den Themen, Andreas. Fast 10 Minuten haben wir jetzt geschwätzt. Ja, aber Schwätzerei war es gar nicht. Es war ja auch ganz interessant. Und ich glaube, das brauchen wir auch ab und zu mal. Und auch unsere Zuhörer, dass es nicht nur diese auch teilweise düster anheimelnden Themen sind, die uns hier prägen. Ja, und es ist tatsächlich so, man braucht hier auch manchmal morgens, bevor man in den Podcast hier reingeht, in diese Themen, eine Warmlaufzeit, weil, ach, was wir da heute wieder haben an Themen. Es ist tatsächlich so, wir befinden uns jetzt in einer Zeit, wo klar wird, dass manche Dinge offenbar nicht mehr zu retten sind. Und das ist auf der einen Seite keine gute Nachricht, auf der anderen Seite schon, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir uns in der Zeit des jüngsten Gerichtes befinden, und ich denke mal, das wird jetzt immer mehr Menschen auch klar, weil man so gar nichts dagegen setzen kann. Es gibt keine Logik, es gibt kaum noch gutes Wollen von den sogenannten Herrschenden. Es gibt nur verdrehte, merkwürdige, irrationale Pläne. Und man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das kann nicht wahr sein, wenn sie das jetzt auch noch machen. Also das heißt, wir sehen, es geht in den Dutt. Aber es muss eben alles Falsche zusammenbrechen, bevor das Neue, Richtige emporwachsen kann. Und offenbar
sind Deutschland und Europa da ganz schnell an vorderster Stelle. Naja, es braucht natürlich auch ein gewisses Milieu für den Phönix, der aus der Asche kommen will. Und ein Phönix, der kommt nicht aus irgendwelchen halben Gebäuden, die vielleicht ein paar Sanierungsstaus haben, sondern der beginnt quasi vom Nullpunkt. Und wenn wir eines gelernt haben, spätestens jetzt in dieser Geschichte, die wir haben, wo wir umprogrammiert werden im Rahmen des indoktrinierten Gehirns, dass wir das Alte vergessen sollen und auch vergessen werden und immer mehr in eine Lethargie umfunktioniert werden. Wir stellen dabei jetzt fest, die Menschen müssen erst richtig am eigenen Körper das schwerste Leid erfahren, offensichtlich, zumindest die, die sich nicht vorbereitet haben, um dann eben halt aus dem Knick zu kommen. Und das ist offenbar die Situation. Wir sehen, wie vor unseren Augen ein Land, Deutschland, ehemals fünftgrößte Wirtschaftsmacht, abgewickelt wird, final zerstört werden soll. Aber Deutschland ist nicht das erste Mal in einer finalen Zerstörung in dem Prozess begriffen. Und es ist auch immer wieder in Gang gekommen. Und die Frage ist eben halt, unter welchen Vorzeichen? Also wir müssen jetzt einfach nur stabil sein. Ja, meistens, wenn Länder abgewickelt werden, liegt es ja daran, dass die Führung irgendwas falsch macht. Und darüber werden wir natürlich heute trefflich diskutieren müssen. Wir gehen mal gerade in eine Meldung hinein, die im Ausland überall verbreitet wird, nämlich Deutschland, wirklich, man lacht im Ausland, Deutschland wird der kranke Mann Europas. Die Bild hat mal zusammengefasst, wieso jetzt wieder, wir haben das ja schon mal vor ein paar Wochen hier durchgenommen, gesprochen wird, berichtet wird über Deutschland. Und Herr Habeck geht ja davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um gerade mal 0,2% wachsen wird. Und was ist schuld daran? Natürlich der Ukraine-Krieg, die Energiepreise. Und er hat neulich auch so eine wirklich wieder spannende Aussage getroffen. Ja, also er ist angesprochen worden von einem Redner im Bundestag und Herr Habeck saß dann da auf seiner Regierungsbank und er sagte dann, dieser Herr an dem Rednerpult, ich weiß nicht, wer das war, in Richtung zu Herrn Habeck, naja, Sie haben ja geschrieben, dass die Ökonomie, also die deutsche Wirtschaft, sich in einem tragischen, dramatischen Zustand befindet. Und da hat ihn dann Herr Habeck verbessert und hat gesagt, nein, ich habe von den Zahlen gesprochen. Mit anderen Worten, also die Wirtschaft funktioniert super, nur die Zahlen sind schlecht. Und wenn man solch einen Unsinn hört, eines solchen Unsachverstandes, eines solchen überforderten Menschen, der tatsächlich dort auf der Regierungsbank sitzt und man dann zweifelt, ob er eins und eins im Kopf ausrechnen kann. Das heißt, es sich um eine schwere, auch intellektuelle Verwerfung handelt. Also das ist ja aus meiner Sicht schon eine Diagnose, die man stellen kann, wenn einer sagt, die Wirtschaft, die sieht gar nicht mal so schlecht aus, nur die Zahlen sind schlecht. Also da merkt man ja wirklich, mit welchem Irrsinn man es zu tun hat. Und da hat dann sogar Herr Merz dann seine Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, so viel Dummheit auf einem Haufen, die gibt's doch gar nicht mehr. Doch, gibt's im Bundestag und das auf der Regierungsbank. Jetzt gibt's ja den Spruch, jedes Volk hat den Politiker, den es verdient hat. Ich möchte aber an der Stelle klarstellen, weil das wird jetzt öfter zitiert, dieser Satz, dass die Grünen ja gerade mal mit 14,8% vor 2 Jahren gewählt wurden. Es sind geschickte Konstellationen, die geschaffen wurden, sodass die jetzt in den mächtigsten Ministerien sitzen. Habeck als Superminister im Klima- und Wirtschaftsministerium. Das sind natürlich, oder Frau Baerbock im Außenministerium, es gibt ja kaum noch wichtigere Ämter. Da verblasst ja Herr Lindner als Finanzminister, weil zu sagen hat er sowieso nichts. Ja, also es ist auf jeden Fall keine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, dass Deutschland quasi totalitär geführt wird von Personen, die nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Und du sagtest vorhin, die machen sehr viele Fehler in der Regierung. Nein, das machen sie nicht. Die machen das, was sie sollen. Und das, was sie sollen, ist eine vorsätzliche Zerstörung Deutschlands, der Bürger, der Untertanen, um es mal genau auszusagen, um es demokratisch auch sauber zu definieren. Es sind Untertanen, Bürger, sie gibt es in der Form ja so gar nicht. Und genau das findet hier jetzt momentan statt. Und sie machen ihren Job eben halt genau richtig. Und aus diesem Grunde braucht man natürlich auch Personen, die das umzusetzen haben, die charakterlich und auch intellektuell geeignet sind. Denn es ist natürlich so, wenn man Zusammenhänge versteht und man lügt zum Beispiel bewusst,
dann klopft ja doch das Gewissen, also das Wissen über die Gesetze, das Gewissen klopft dann innen an und sagt, ich lüge. Und dann kommen bestimmte Verhaltensmuster und jeder Psychologe kann die eben halt auch relativ schnell kundig machen, dass er sagt, okay, aufgrund des Verhaltens ist er der Lüge überführt worden. Aber das ist hier eben halt nicht der Fall, wenn man eben halt Leute hat, die gar nicht merken, dass sie lügen, weil sie den Sachverstand gar nicht haben, sondern in erster Linie mit dem Atmen beschäftigt sind und wahrscheinlich auch ständig darüber nachdenken, damit sie nicht damit aufhören. Da wird es dann natürlich irgendwann kritisch. Ja, vielleicht denken Sie auch während des Atmens darüber nach, wie viel CO2 Sie gerade freisetzen. Und das ist auch schwer auszurechnen. Also, ich will mal ganz kurz hier die Bild zitieren. Wen haben die gefunden? Zum Beispiel den französischen Nachrichtensender BFM TV. Da spielt die Ampel schon eine große Rolle, die Berichterstattung. Da heißt es, dass der Streit um die Schuldenbremse die Zukunft der Koalition gefährde. Alle Parteien in den Umfragen seien vor den entscheidenden Regionalwahlen im Osten des Landes im freien Fall. Die deutsche Wirtschaft finde keinen Ausweg aus der Krise, die wahrscheinlich noch lange anhalten wird. Dann sagt das italienische Wissensportal Trecani, es seien viele politische Schwächen und man trifft dort eine düstere Voraussage, die heißt, die Schwierigkeit, politische Maßnahmen umzusetzen, dürfte mit einer weiteren Schwächung der Regierungskoalition durch die Europawahlen noch zunehmen. Dann wird die britische Financial Times zitiert, beziehungsweise Herr Habeck darin, dass Deutschland Reformen umsetzen müsse, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Zeitung sieht aber ein Problem, da heißt es, die wirtschaftspolitischen Ansichten der Koalitionspartner von Bundeskanzler Scholz sind nahezu diametral entgegengesetzt, was zu allgemeiner Verwirrung führt. Und die britische BBC fasst die Lage zusammen. Wirtschaftsführer sind der Meinung, dass viele der wirtschaftlichen Probleme des Landes auf politische Streitigkeiten zurückzuführen sind. Der britische Rundfunk zitiert einen Unternehmer, und zwar sehr prominent, der der Meinung ist, Deutschland sei auf dem Weg, der kranke Mann Europas zu werden. Naja, das ist es natürlich. Also wenn wir zum Beispiel hören, dass jetzt das Wirtschaftswachstum, übrigens ist es ein falscher Begriff, von 0,2% anvisiert wird. Wir müssen ja einmal rechnen, wie groß ist eigentlich die Inflation, die entgegensteht gegenüber dem Vorjahr. Rechnen wir mal ganz vorsichtig nur 5%, und das ist mehr als das Doppelte, nur 5. Dann müssten wir alleine, wenn wir 5% Wirtschaftswachstum hätten gegenüber dem Vorjahr, wären wir gerade mal bei einem Nullwachstum, dann hätten wir dieselbe Größe wie im Vorjahr. Nun haben wir aber nur 0,2. Mit anderen Worten, wir haben 5% Inflation minus 0,2 sogenanntes Wachstum, wobei dieses Wachstum, muss man sich fragen, wie sich das zusammenstellt. Das könnten auch zum Beispiel neue Beamte sein, die zum Beispiel ja keinen Mehrwert oder irgendwie für die Menschen damit irgendwie eine bessere Lebenssituation schaffen, sondern einfach nur die Kosten erhöhen, zum Beispiel zur Kontrolle und Überwachung der Bürger. Das heißt, wir haben real ein Minuswachstum von 4,8%. Und diese 5% ungefähr Minuswachstum, das ist das, was die Menschen in ihrem Beutel im Durchschnitt verlieren. Nun verlieren aber nicht alle gleichmäßig 5%, sondern die Ultrareichen verlieren gar nichts, sondern die machen noch große Gewinne durch die Umverteilung. Und die Armen im Prinzip werden natürlich wesentlich mehr verlieren, sodass im Durchschnitt 5% Minus rauskommen. Mit anderen Worten, wir reden quasi von einer zusammenbrechenden kompletten Ökonomie, die wir hier gerade beschreiben. Und das findet man in diesen kleinen 0,2 Wirtschaftswachstums einfach wieder, wenn man das mal versucht, ein bisschen zu durchleuchten. Ja, und das machen wir ja hier an dieser Stelle immer wieder. Was mich ja wundert, also nicht, dass die Bauern noch demonstrieren, sondern das freut mich, denn die haben erkannt, wie schief alles läuft. Und wir werden auch nicht müde, über die Demonstrationen, die sich ja auf ganz Europa ausgeweitet haben, zu berichten. Und wir bitten auch euch, diese Menschen, die verzweifelt um nicht nur ihre eigene Existenz kämpfen, sondern um aller Existenz, wenn nämlich die Bauern
immer weniger Land haben, weil sie es nicht mehr bezahlen können, weil sie es nicht bebauen dürfen, anbauen dürfen, wie sie wollen, weil die vielen Gesetze sie zum Straucheln bringen und so weiter. Und die Kosten natürlich wie Agrardiesel und so weiter einfach nicht weniger, sondern immer mehr werden, beziehungsweise die Unterstützung dafür weniger. Die erkennen, um was es geht. Aber man wundert sich darüber, wie wenig diese Millionen Menschen im Land diese verheerenden Entwicklungen zu sehen scheinen. Die machen Business as usual und da wird gefeiert und getanzt. Nichts gegen Feiern, nichts gegen Tanzen. Soll jeder machen, wie er denkt. Aber wenn ein Land doch so im freien Fall sich befindet, Andreas, ich fasse es einfach nicht, wie ruhig die Menschen noch sind. Naja, es sind ja nicht die Menschen, sondern es ist einfach nur die blökende Masse, die dahinter steht, die natürlich durchmanipuliert wird durch die sogenannten Qualitätsmedien, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Die werden die Sachen natürlich ganz anders darstellen, als du sie hier darstellst oder ich sie hier zum Beispiel glaube zu erkennen. Aber die meisten Menschen haben eben überhaupt keine Vorstellung durch die dramatische Bildungsmisere. Wir wissen, dass sie selbst im Bundeswirtschaftsministerium auf der obersten Ebene oder im Außenministerium der Bundesrepublik angekommen ist. Das ist ja eine einzige Bildungsmisere. Wenn das schon die sogenannte selbsternannte Elite sein soll, dann muss man sich mal fragen, wie denn das normale Volk überhaupt drauf ist. Die wissen ja zum Beispiel gar nicht, wo das Geld herkommt, was sie nutzen. Und sie haben keine Vorstellung, dass das Geld, was sie jetzt bekommen und ausgeben, Schulden sind, die der Staat macht. Wenn ich sehe, dass die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir werden jetzt die Sozialhilfen im Prinzip im Ausland in Form von Entwicklungshilfen aufstocken. Im Ausland die Sozialhilfen aufstocken durch deutsche Steuergelder, während der deutsche Bürger kaum in der Lage ist, seine Bude warm zu bekommen und sich gesund zu ernähren. Spätestens dann wird es deutlich, wo wir uns bewegen. Ja, und wenn wir uns dann hier die nächste Nachricht anschauen vom Münchner Merkur, da heißt es, immer mehr Unternehmen verlagern ihre Standorte ins Ausland. In der Bundesrepublik verlieren tausende Menschen ihre Jobs. Was kann den Wirtschaftsstandort Deutschland retten? Und wird aufgezählt, Kahlschlag bei der Bahntochter DB Cargo, beim Automobilzulieferer ZF, haben wir in den letzten Wochen ausgiebig drüber gesprochen, Miele verlegt Teile, große Teile seiner Produktion nach Polen, Continental streicht ebenfalls Arbeitsplätze und eigentlich vergeht gar kein Tag mehr ohne neue Meldungen von Sparprogrammen. Es ist für uns übrigens auch schwer, im Kanal überhaupt noch einigermaßen abzudecken, was eigentlich passiert. Uns ist klar, dass wir nicht noch mehr Meldungen posten können. Wir haben uns ja vor einiger Zeit selber resoniert und nur eine gewisse Anzahl von Meldungen, und es sind immer noch viele, auferlegt, damit auch ihr alle nicht überfordert werdet. Aber normalerweise, wenn man es genau anschaut, müsste man noch viel, viel mehr abbilden. Was übrigens tatsächlich auch im Mainstream schon passiert. Mal in der Nische, mal in der Nische. Zaghaft meldet dann ein anderes Portal dies und das. Das geht dann aber im Allgemeinen unter. Man muss auch genau schauen, weil oft die Überschriften verharmlosend wirken und man den wahren Sprengstoff in der Meldung findet. Das versuchen wir für euch dann auch ein bisschen herauszuarbeiten und stellen das dann eben auch als Zitate in diese Meldung mit ein. Es ist wirklich, Andreas, wir sind oft hier in der völligen, also wir sind nicht selber überfordert, aber überfordert dahingehend, wir können nicht mehr alles abbilden. Ja, die großen Unternehmen wie Miele, Conti und so weiter, das sind natürlich so die Paradepferde, die jeder kennt, genau wie Mercedes-Benz oder BMW oder Audi, die ja auch gegen die Wand fahren gerade, oder Volkswagen und so weiter. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, die größten Arbeitgeber sind die kleinen und mittelständischen Betriebe und die kennt man eben nicht, weil die heißen eben Meier KG oder Müller GmbH, ja, oder Huber GmbH, um es ein bisschen süddeutscher auszudrücken. Und die machen dann eben halt auch Pleite. Und das sind viele kleine Unternehmen, ob das Autohändler sind, Reparaturwerkstätten sind, ob das kleine Bauunternehmer sind, die reihenweise pleite gehen und so weiter. Und das sind eben halt die großen, großen tatsächlichen Player, weil der Mittelstand, das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung und die fallen alle weg. Was wir sehen, und das ist immer wieder das, was ich auch immer wiederholen muss,
Generalstabmäßig findet eine Vernichtung eines der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Welt statt, vor unseren Augen. Und die Bildungsmisere, ich denke an die ganzen Staatsquoten, die wir haben, Lehrer und so weiter, die ja nicht im Ansatz, und zwar nicht alle natürlich, aber viele im Ansatz verstehen, worum es überhaupt geht, indoktriniert. Die Lehrer, die wir heute haben in den Schulen, sind selbst schon indoktrinierte Menschen, die der Bildungsmisere zum Opfer gefallen sind, die jetzt viele von ihnen, nicht alle, selbstverständlich. Ich meine die sich jetzt angesprochen fühlen natürlich und die sich jetzt beschweren beispielsweise, wenn sie jetzt eine Mail schreiben sollte, genau die meine ich denn, falls ich nicht antworte und sie sagen, oh, jetzt ist er auch noch dreist und antwortet nicht. Nein, wir sehen einfach eine extreme Veränderung und ich will auch nicht die Schuld zuweisen auf diese Menschen, die das tun, sondern ich will einfach nur beschreiben, was der Hintergrund ist. Und wenn man noch so ein bisschen Restverstand hat, noch ein bisschen Kreativitätsvermögen hat, Abstraktionsvermögen hat, dann kann man versuchen, sich selbst dort mit einem Ruck wieder herauszuholen und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal mich selbst in Frage stellen. Und genau das ist das Hauptproblem. Ja, wir müssen alle diese ganzen Informationen, die jetzt hier wirklich für einen Niedergang sorgen, die muss man verarbeiten. Aber irgendwann muss sich die innere Stimme doch einstellen, die dann warnt und sagt, hier stimmt etwas nicht. Und zwar, hier stimmt etwas ganz gehörig nicht. Und dann folgt die Frage, was ist denn hier eigentlich los? Was machen die mit Deutschland? Und ja, dann kommt man vielleicht ein bisschen weiter. Unser Kongress soll da auch einiges an Aufklärung bringen. Aber eben auch Lösung. Und ja, eben auch Lösung. Aber wir versuchen das ja hier auch. Wir versuchen wirklich an den gesunden Menschenverstand, der echt aushakt bei diesen Meldungen, immer wieder zu appellieren und vor allem auf das Innere zu hören. Da kann doch etwas nicht stimmen. Und das Entscheidende dabei ist hier, ich habe das gerade in einem Gespräch mit dem Professor Maximilian Ruppert besprochen auch, zum Beispiel anhand der Klimaerwärmung, der sogenannten angeblichen menschengemachten Klimaerwärmung, mal abgesehen von den ganzen Geoengineering-Dingen, wo das ja sogar stimmt. Und alle Experten, alle Wissenschaftler, die eins und eins zusammenzählen können und offen sind, wissen, dass diese Geschichte, diese Erzählung, dieses Narrativ widerlegt ist. Die Frage ist, alle Daten liegen auf dem Tisch. Wie aber bekomme ich das Thema in die Diskussion, wenn alle Daten auf dem Tisch sind und man die Beweise komplett anführen kann, aber es keiner mehr wissen will, weil die Verunsicherung der Menschen und die Angst davor, sich getäuscht zu haben, so extrem groß ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie lässt sich über das Bildungssystem und wie lässt sich über die Ansprache tatsächlich der Mensch in eine Situation bringen, wo er sich in Frage zu stellen versucht, ohne in Panik zu geraten. Und das wird ein Schwerpunkt des Gespräches sein. Wir werden ja immer wieder gewahr in unserem normalen Leben, wenn wir mit Menschen reden und versuchen, ihnen Zusammenhänge zu erklären, weil die komplett quer liegen, wie wir abgegrenzt werden, obwohl die Daten unwiderlegbar sind. Aber sie wollen es nicht. Jetzt ist die Frage, dann können wir offenbar auf diesem Weg nicht mehr miteinander reden. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Das ist genau der Punkt, den wir besprechen werden. Sind sehr, bei allem Unheil sind es auch sehr spannende Momente, die man dann erleben kann. Also der Merkur, wir gehen da nochmal in die Meldung rein. Es heißt also jetzt, überall wird gestrichen, die Firmen, die Unternehmen wandern ab. Quer durch die Branchen schlagen die Verbände Alarm. Vielerorts ist die Politik aufgerufen, ein Konzept zur Rettung des Wirtschaftsstandortes vorzulegen. Aber erstens können sich die zuständigen Ministerien nicht einigen. Zweitens ist die Bundesregierung, wie wir jetzt gelernt haben, völlig beratungsresistent. Ob die großen Unternehmensverbände laute Ansprachen und offene Briefe schreiben an Herrn Habeck, an Herrn Scholz, das juckt die ja gar nicht. Da kommt ja gar nichts. Die Verbände sagen, ihr lasst bei euren Gesetzen, die ihr hier blitzartig umsetzt, lasst ihr keine Zeit, um zu beraten darüber, welche Vor- oder Nachteile das Ganze hat. Also die setzen sich mit dem Hintern drauf auf die Regierungsbank und sagen, wir regieren und nicht ihr. Es melden sich jetzt natürlich auch
ja, was weiß ich, die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion, Julia Klöckner zum Beispiel, zu Wort. Die war mal Landwirtschaftsministerin und die hat natürlich unter Angela Merkel vieles von dem, was jetzt hier sich zeigt, alles hat ja die Ampel nicht verbockt, da sind ja schon Weichen vorher gestellt, mitgetragen und alle möglichen konservativen, angeblich konservativen Politiker haben ja unter Angela Merkel das Ganze ja ohne aufzumucken mitgetragen und jetzt empfinden sie sich offenbar als Opposition. Frau Klöckner sagt, man habe aus der CDU-CSU-Fraktion genügend Vorschläge gemacht, zahlreiche. Und die Bundesregierung, und das ist jetzt ihr Aufruf, muss endlich handeln. Wir sehen hier das Versagen der Parteiendemokratie an der ganzen Kante. Die Hauptproblematik ist, wenn sich jemand beschwert, wer ist eigentlich der Adressat? An wen wendet man sich? An Herrn Scholz? An Herrn Habeck oder wen auch immer? Das kann doch nicht der Adressat. An Frau von der Leyen beispielsweise, die die EU-Lobbyistentruppe steuert beispielsweise? Ist das so? Nein, die Frage ist, wer sind eigentlich die Entscheider hinter den Kulissen? Und da geht es nicht um die Verschwörungstheorie. Wir haben eine Eigendynamik einer Gruppe, die ich als Gurkentruppe bezeichne, mit Inkompetenz und charakterlichen Eigenschaften. Aber wir haben letztendlich Drahtzieher, die das Ganze steuern. Die sitzen dann beim WEF oder sonst wo. Das heißt, wir müssen doch erst einmal die Adressaten finden. Wir wissen doch, dass in den großen Unternehmerverbänden, Konzernverbänden, Industrieverbänden, Bauernverbänden auch durchaus Funktionäre sein können, die hintenrum gekauft wurden. Das können wir nicht ausschließen. Und wenn ich sehe, wie die Politik momentan reagiert auf diese Verbandseinsprüche, dann merke ich eben halt, dass da offenbar neuralgische Punkte von Führungspositionen eben halt nicht dafür arbeiten, was den Menschen dient, der Ökonomie dient und die Verbände, die dann eben halt so sprechen, sondern die ganz andere Interessen dabei haben. Und solange das nicht diskutiert wird und die Medien das Ganze noch hofieren und mitmachen, und da wird sich nichts ändern. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, jetzt lebe ich in Deutschland, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Doch, es kann jeder etwas ändern. Ich vergleiche das mal mit unseren Hühnern, die, wenn hier ein Adler kreist und die kurven hier draußen im Garten rum, dann laufen die in bestimmte Regionen, wo viel Sand ist, und stecken den Kopf in den Sand. Und ihr Hintern ragt meilenweit in den Himmel, sodass jeder Adler natürlich sofort angreifen kann. Bislang konnten wir das verhindern, aber man kann es nicht irgendwann verhindern. Das heißt, wer den Kopf in den Sand steckt, der ist in großer Gefahr. Was kann man machen? Ja, man kann natürlich in seinem Umfeld über die Dinge diskutieren. Nicht mit dem Holzhammer, eben nicht, wie leider auch in der Mikrobenpandemie immer wieder geschehen, ich habe recht und du nicht, sondern ganz sachlich, logisch, Argumente sammeln. Wir liefern hier zum Beispiel viele Argumente. Wer in unseren Kanal geht, der findet viele Berichte, die entlarvend sind und die logische Argumente bringen und die inzwischen auch immer prominentere Stimmen bringen, die sich ebenfalls sehr sorgenvoll äußern. Und wenn man diese Dinge mal vielleicht wirklich zusammenfasst und sich mit den Dingen beschäftigt, nicht sagen, hier, ihr müsst mal den Podcast von denen hören, das machen die Leute nicht, sondern du selber bist verantwortlich, wenn du mit deinen Freunden an einem Tisch sitzt oder mit deinen Kollegen und vorsichtige Fragen stellst. Und dann spürt man ja, wie die Menschen immer mehr schon selber kritische Fragen stellen. Und wenn man dann in der Lage ist, manche davon logisch zu beantworten und alles zu belegen, hat man doch, glaube ich, Andreas, eine Menge erreicht. Mit Sicherheit. Und die Argumentation, die wir auch immer wieder liefern durch unsere Podcasts, die könnt ihr ja als eure eigene Argumentation darstellen. Wir stellen ja da kein Copyright drauf. Uns geht es ja darum, dass das Wissen möglichst nach außen kommt. Aber ganz entscheidend ist auch eines dabei, selber stabil zu bleiben. Wie kann man selbst stabil bleiben? Indem man die Schöpfungsgesetze kennt, die Schöpfungsarchitektur kennt. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze durchstehen würde, wenn ich die grünen Bücher nicht hätte, von denen wir immer wieder reden. Im Lichte der Wahrheit.
Das ist für mich die Grundlage, das Fundament meines Lebens. Und zwar nicht nur meines Erdengangs, sondern meines Lebens. Das geht also auch über die Situation hinaus, wenn ich irgendwann diesen Erdengang wieder abbrechen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und wenn ich diese Schöpfungsarchitektur verstehe, dann wird mir eines klar. Es ist kein Zufall, dass ich hier bin. Und es ist auch nicht ein Schicksalsschlag oder Pech gehabt oder Glück gehabt, also keine Form von Zufall, dass ich genau das hier erleben muss, erleben darf, erleben soll. Sondern das ist das Ergebnis der Schöpfungsarchitektur in der klarsten, ich sage mal kalt, sachlichen Form, weil wenn ich vorne etwas reintue, dann kommt hinten immer etwas raus. Und das ist eine Wechselwirkung, die da eine Rolle spielt. Und wenn wir dann auch über diesen Weg erst einmal erkennen, auch wenn wir Schicksalsschläge selbst haben, dass wir keine Opfer sind und wir auch erkennen, dass es in der Schöpfung keine Fehler geben kann, wenn wir das erstmal erkannt haben, dann kann ich mir die Frage stellen, warum bin ich denn jetzt in dieser Situation und fühle mich so? Und dann kommt man plötzlich an die großen Zusammenhänge und erkennt anhand dieser Architektur, dahinter steht, wow. Und dann kann sogar etwas passieren, dass man dankbar wird für das, was einem widerfährt, weil man zum Beispiel Schulden abträgt. Man hat einen Schicksalsschlag und wird plötzlich dafür dankbar. Das klingt absurd, ist es aber überhaupt nicht, wenn man dieses Studium der Schöpfungsgesetze langsam chronologisch, nicht Bücher durchliest, das ist es nicht, sondern wirklich das Ganze anfängt zu studieren und seine eigene Biografie erst einmal wieder erneuert. Ja, mit dem Begriff Studieren schrecken viele zurück, das möchte ich vielleicht nochmal klarstellen. Es ist nicht etwas, was jetzt kompliziert und schwer ist, sondern mir ging es zum Beispiel so, als ich die Bücher zum ersten Mal vor knapp 20 Jahren gelesen habe, da kamen Erkenntnisse und ich dachte, Mensch, jetzt werden endlich hier ein paar Fragen beantwortet. Wie geht's denn hier nach dem Erdentod eigentlich weiter? Aha, was, so viele Abteilungen gibt's, wo ich hin kann? Ah, und ich bereite das hier jetzt schon vor. Interessant. Also da werden einfach auch Fragen über dem Begreifen erläutert und Wege geöffnet. Und das ist nicht verrückt und auch nicht esoterisch, sondern es sind ganz klare Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, von denen schon große Physiker, wie beispielsweise Herr Einstein oder wie heißt er denn, dieser Heisenberg und so weiter gesprochen haben. Ja, und ich will auch damit sagen, mit dem Studieren und schwer, weil oft ist es so, dass je höher der Bildungsgrad, je höher die Verstandesüberzüchtung, desto schwerer ist es zu verstehen. Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass jemand, der zum Beispiel viel freier, geistiger unterwegs ist, entspannter unterwegs ist und auch gar nicht so verbildet ist, dass der es viel leichter hat, diese Worte zu verstehen in den Büchern, als ich es habe, weil ich mir selbst teilweise im Wege stand. Und deshalb ist es so, diese Bücher sind für jedermann, ob ich jetzt hochgradiger Akademiker bin oder ein selbsternannter Geisteswissenschaftler oder eben halt ein Mensch, der einfach nur lesen und schreiben gelernt hat und eins und eins zusammenzählen kann. Das sind die entscheidenden Faktoren. So, jetzt haben wir sind heute in Plauderlaune, merkst du das? Ich hab hier noch so viele Meldungen. Ja. Also, wir gehen da mal wieder rein, aber es war wichtig, dass du das nochmal aus deiner Sicht auch erläutert hast. Robert Habeck, Superminister, Klimaminister, Wirtschaftsminister, Vizekanzler, scheitert ja vor aller Augen, ob das im Bundestag ist, ob das bei Talkshows, in Talkshows bei ARD und ZDF ist. Es kommt ja manchmal wirklich etwas aus seinem Mund, dass man, wenn wir jetzt nicht direkt mit dieser hohen Persönlichkeit zu tun hätten, politisch hoch angesiedelt, wo man sagen würde, also was ist das denn für ein Blödsinn? Und so argumentiert er leider dann wirklich auch öfter. Er hat jetzt eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben zur Lage der Wirtschaft. Und die Rede und die Aussprache zeigen, das schreibt hier Tichys Einblick, wie wenig wirtschaftlicher Sachverstand im Bundestag sitzt. Vor allem Habecks Aussagen seien gruselig. Und er hat sehr schnell gesprochen. Das wird hier verglichen mit Lehrer-Schüler. Schüler, die nicht gut lesen können, wollen das Manko durch Geschwindigkeit ausgleichen oder überspielen. Und so scheint es auch bei Herrn Habeck gewesen zu sein.
Er hat dann die Gründe genannt, warum es der deutschen Wirtschaft schlecht geht. Natürlich, Wladimir Putin, sein Krieg gegen die Ukraine, logisch. Dann das weltweit schwache Wachstum, die Zurückhaltung von euch im Konsum, die Deutschen, die sind schuld. Die konsumieren nicht genug, die hohen Zinsen. Und jetzt kommt noch ein neues Argument dazu, der hohe Krankenstand. Und deswegen brauchen wir noch mehr Zuwanderung. Das ist seine Conclusio. Und ja, die Wirtschaftspolitik der Ampel, die hat Herr Habeck nicht als Grund genannt. Das sieht allerdings die Hälfte aller Unternehmer völlig anders. Das hat jetzt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer ergeben. Und dann sagt Habeck, der deutschen Wirtschaft geht es eigentlich gar nicht schlecht. Naja, also wie unfähig er ist, das erkennt man spätestens daran, wenn er die Wirtschaftskraft im Prinzip vor allem auch mit dem Konsum übereinbringt. Nach dem Motto, ihr müsst mehr konsumieren, dann geht die Wirtschaft wieder nach vorne, weil er unterscheidet eben nicht zwischen Konsum und Investitionen. Nachhaltigkeit, Investition, Zukunftsausrichtung, Perspektive ist eine Frage von Investitionen und nicht von Konsumieren. Und genau da liegen seine Schwerpunkte, völlige Ahnungslosigkeit, und das versucht er eben halt zu übertünchen mit einem selbstsicheren Auftreten. Und das gelingt ihm mittlerweile auch nicht. Aber die Frage ist ja trotz alledem, wo sind denn die ganzen Abgeordneten, die da sind? Normalerweise müssten doch alle Abgeordneten, ob das die Linken sind, wenn es sie noch gibt, weiß ich gar nicht mehr, die Grünen oder die sonst was, die müssten doch jetzt alle aufstehen, wenn Herr Habeck irgendetwas sagt, und demonstrativ den Saal verlassen. Oder verstehen die alle das Ganze nicht? Was läuft hier schief, wenn solche Fehlstellungen eindeutig zu erkennen sind, dass man trotzdem es irgendwie ignoriert? Er möchte auch, der Herr Habeck, an der globalen Weltordnung festhalten und sagt also allen Ernstes in dieser Regierungserklärung, es sei eine deutsche Aufgabe, dass das Einschleichen von Nationalismus im Handel überwunden wird. Und Herr Habeck sieht Deutschland an der Spitze der Wirtschaftsnationen, von wo aus den anderen Deutschland jetzt den Nationalismus austreiben soll und kann. Ich meine, wenn wir genau gucken, ist die Wirtschaft Deutschlands hinter der Argentiniens Schlusslicht im weltweiten Wachstum. Andreas, aber was meint er denn damit, dass es schon wieder eine deutsche Aufgabe sei? Naja, das kennen wir ja letztendlich, der Nationalismus. Und wir dürfen einmal sehen, wenn der Faschismus kommt, dann kommt er nicht und sagt, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Und wenn er sich hinkommt und sich hinstellt gegen den Nationalismus, dann deshalb, weil er den Nationalismus predigt. Wer redet denn von Nationalismus? Es geht um Patriotismus, nämlich die Liebe zur eigenen Heimat. Der Begriff, der findet nicht mehr statt, und der ist auch schon rechts belegt worden. Wenn ich meine eigene Heimat liebe, dann bedeutet das doch nicht, dass ich die Heimat eines anderen damit automatisch verachte. Wenn ich meine Frau liebe, dann bedeutet doch nicht, dass ich alle anderen Frauen damit verachte. Und das ist genau dieser Knackpunkt. Das sind die primitiven Parameter von totalitären Systemen, und da wird dann das Ganze eben halt auf diesen Nationalismus runtergebrochen. Ich wünschte mir eine regionale Struktur, das sind nämlich nationale Tendenzen, aber nicht Ismen, sondern einfach nur national denken. Wenn es mir gut geht, dann geht es meinen Nachbarn auch gut. Und das ist doch das Erste, was passiert. Wenn ein Flugzeug ein Problem hat und der Druckabfall ist da, dann kommen die Masken runter. Und dann heißt es als Erstes, nehme ich mir selbst die auf die Nase und lege den Riemen dann da quasi um meinen Kopf rum. Und erst dann helfe ich den Nachbarn. Das ist die richtige Reihenfolge, die gesund ist. Und genau das könnte man ja auch in der Ökonomie anwenden. Könnte man. Könnte. Andreas, trotz aller Beteuerungen von Herrn Habeck bricht vor unseren Augen auch derzeit die Baubranche zusammen. Also in Deutschland zumindest, wo ja die Politik der Enteignung ihrer Bürger in größten Schritten vorangeht. Und da gibt es vom Verband Haus und Grund, den
einen der Chefs, Kai Warnecke, und der beklagt die mangelnde Initiative der Bundesregierung sowie die Planungsunsicherheit für Bauherren. Fördermaßnahmen würden nur für große Wohnungsbauunternehmen geschaffen und nicht für die einfachen Bürger, die immer noch 80% der Häuser im Land bauen. Naja, das Problem ist eben halt das, was wir gerade schon gehabt haben, dass die Bundesregierung eindeutig ein Programm der Zerstörung gesunder regionaler Strukturen verfolgt. Gleichzeitig aber die Lobbyisten der Finanzindustrie stimuliert, der Pharmalobby und der Kriegsindustrie. Die sollen alle gefördert werden. Und diese gegen die Bürger gerichtete Politik ist natürlich nur dann finanzierbar, indem man die Untertanen enteignet. Und dabei geht es um die Immobilien. Der neue Trend, der soll also dahin gehen, das kommt immer mehr in den Raum, zukünftig neue Baugebiete nicht mehr als Eigentum eines Grundstücks auszuweisen, sondern als Pachtgrundstück, das dann nach dem Tod der Nutzer an den Staat zurückfällt. Das sind ja wieder ganz neue Ideen und man empfindet es als eine Art Anschlag auf eine nachhaltige Ausrichtung, ja, im Sinne eines vererbbaren Familieneigentums. Viele schuften ja für das Haus, damit sie es den Kindern irgendwann übergeben können. Ist wahrscheinlich eine Mentalität, die ausgetrieben werden soll. Denn offenbar soll das Eigentum der privaten Bürger ja immer sichtbarer abgeschafft werden. Da denke ich wieder an Herrn Schwab. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Naja, die Motivation ist tatsächlich so für die meisten Bürger. Die möchten gern ein Häuschen haben und möchten es den Kindern geben. Wir kennen das aus unserer Generation noch, der typische, das geflügelte Wort, ihr sollt es einmal besser haben als wir. Ist bestimmt ein Nazispruch. Ist mit Sicherheit jetzt heute ein Nazispruch, genau. Man hat es ja bereits geschafft heute schon, fleißige und erfolgreiche Menschen quasi als asozial zu etikettieren. Der Loser ist ja heute in. Der Fleißige, der ist ja, wenn es einer heißt, der kommt aus besserem Hause, dann kriegt der Grüne ja schon Pickel. Und wenn dann zum Beispiel einer sehr fleißig und erfolgreich war und sich dann zum Beispiel den Traum von einem eigenen großen Auto erfüllt, dann gilt er als asozial. Und immer mit dem erhobenen Zeigefinger des Umweltschutzes, genau genommen des Klimaschutzes. Und dieselben Moralapostel, die das einfordern, den Klimaschutz, das sind übrigens dieselben Leute, die die Sprengung der Nord Stream Pipelines begrüßt haben und sich für eine umweltvernichtende Kriegsspirale einsetzen. Ja, und dann gibt es ja einen weiteren Trend zur Abschaffung des privaten Eigentums. Das ist die extrem hohe Eigenkapitalquote bei einer Finanzierung, die gefordert wird, speziell in Deutschland. Denn woanders geht das ja alles wesentlich einfacher. Könnte es möglich sein, den privaten Wohnungsbau überhaupt wieder in Gang zu setzen? Theoretisch wäre das möglich, aber du hast völlig recht. Diese hohe Eigenkapitalquote führt dazu, dass viele Menschen Immobilien nicht mehr finanziert bekommen. Also ich habe zum Beispiel einen Fall von einer Immobilie in einer hervorragenden Lage in Deutschland. Die Immobilie sollte 1,2 Millionen kosten und das war schon weit unter dem Neupreis. Und dieser Mensch hat 800.000 Eigenkapital und bekommt die restlichen 400.000 nicht mehr finanziert. Und das bedeutet, dass das Haus jetzt nicht verkaufbar ist oder zumindest nicht an denen. Und wenn das eben halt im großen Stil stattfindet, dann fallen natürlich damit die Preise immer weiter runter, um dann offenbar irgendwann diese ganzen Immobilien dann aus der Milliardärskaste dann in einem Rutsch abzugreifen. Und Deutschland führt ja als Vorzeigeland den Krieg gegen die eigenen Bürger am deutlichsten. Man will die Menschen also in die Mittellosigkeit bekommen. Und dann passt auch kein Wohneigentum mehr. Wir sehen es allein bei den Genehmigungsverfahren, wenn man eine Baugenehmigung mal einreicht. Man könnte doch zum Beispiel eine bürgerfreundliche Baugenehmigung einführen, indem eine Baugenehmigung automatisch wirksam, also genehmigt wird, wenn die Behörde sich nach der Einreichung des Kunden, der das genehmigt haben will, wenn die sich nicht innerhalb von zum Beispiel 8 Wochen final zu dem Vorgang äußern. Das wäre ja mal eine Maßnahme und das wäre auch bürgerfreundlich. Und stattdessen wird das natürlich eben halt überhaupt nicht gemacht und so viele Vorschriften, die kaum noch einer durchbringt. Das heißt, ganz bewusst die Hemmung für Neubauten bei gleichzeitiger Flutung von Neubürgern. Die Erwerbsnebenkosten sind auch so ein Punkt, ne, für die Menschen. Ist ja auch schwierig geworden. Ja, absolut. Also es fallen ja mittlerweile bis zu 6,5% Grunderwerbsteuer für den Staat an. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Wenn jemand Wohnungseigentum eben halt erwirbt, diese Summe, die kann man nicht finanzieren,
sondern die muss zum Eigenkapital obendrauf zur Verfügung stehen. Also stellt euch mal vor, eine Immobilie kostet 1 Million, das ist durchaus vor wenigen Jahren noch üblich gewesen, dann sind 65.000 alleine nur die Grunderwerbsteuer. Und diese Steuer müsste ersatzlos aus meiner Sicht bei allen Bürgern gestrichen werden, wenn man eine eigengenutzte Immobilie für die Familie erwerben will, zumindest beim ersten Mal. Wir sehen es ja in anderen Ländern, zum Beispiel hier in Kanada, wo Bürger zum Teil mehrmals im Leben ein Haus bauen oder kaufen. Hier ist ein bisschen anders die Mentalität. Warum wäre das in Deutschland nicht möglich? Ist das vielleicht eine Mentalitätsfrage? Ich denke mal, das ist einfach ein Wille der Zerstörung in Deutschland. In Deutschland betragen die gesamten Erwerbskosten bei einer Immobilie bis zu 12%. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, gerade für diejenigen, die in Miete wohnen und sich diese Dimension gar nicht vorstellen können. Wenn also ein deutscher Bürger zum Beispiel eine Wohnung kauft für 300.000 Euro, dann werden in diesem Fall zum Beispiel 36.000 Euro allein für Gebühren, Notar, Grunderwerbsteuer und so weiter fällig. Welcher Familienvater soll sich das leisten unter den ökonomischen Bedingungen, die wir gerade haben? Ja, und auf der anderen Seite sehen wir eine Politik der Förderung von Großkonzernen weltweit. Man nennt das auch Entwicklungshilfen, während das eigene Volk und der Mittelstand eben langsam ausbluten. Du sprichst ja dich schon lange gegen immobiles Eigentum in Deutschland aus. Das Thema der Enteignungsmöglichkeit ist ja auch, naja, vielleicht im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes noch als Damoklesschwert im Raum. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich schwierig, weil ich brauche, wenn ich mich in irgendeine Schuldenspirale begebe, klarste Rahmenbedingungen, mit denen ich auf Jahrzehnte kalkulieren kann, weil eine Immobilienfinanzierung auf Jahrzehnte angelegt ist. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass man in den vergangenen 10 Jahren die Immobilienpreise von den eigentlichen Regierungen oberhalb der Regierungen nach oben getrieben hat, indem das Zinsniveau über die EZB zu günstig angelegt wurde im Verhältnis zur Inflation. Und das bedeutet jetzt natürlich, dass viele Leute eben halt heute die Immobilien nicht mehr kaufen können, weil jetzt die Zinsen nach oben gegangen sind. Die Menschen kaufen ja keine Immobilie und fragen, was kostet die, sondern was kostet mich die im Monat? Und mit dieser Argumentation hat man es geschafft, die Immobilienmärkte quasi regelrecht in den Dutt zu schieben. Das war eine Analyse über den aktuellen Immobilienmarkt. Wir gehen weiter in eine Nachricht von NTV. Ist aber jetzt schon überall im Mainstream auch gebracht worden, auch beim Handelsblatt zum Beispiel. Denn es gibt ja eine sehr berühmte, sehr erfolgreiche Logistiktochter der Deutschen Bahn. Das ist das Unternehmen Schenker. Ihr kennt ja, die steht auf Güterzügen drauf, auf LKWs und so weiter. Ein riesen erfolgreiches Unternehmen. Und dieses Unternehmen soll verkauft werden, damit Geld in die Kasse kommt. Laut einem Bericht wächst der Druck innerhalb der Regierung, die Logistiktochter von der Deutschen Bahn möglichst schnell an einen finanzstarken Investor zu verkaufen. Und der sitzt wohl in arabischen Ländern. Und das Handelsblatt schreibt, eine Übernahme der Logistiktochter der Deutschen Bahn durch einen arabischen Investor wird immer wahrscheinlicher, trotz anhaltender Sicherheitsbedenken. Selbst innerhalb der Ampelkoalition wird demnach dem reichsten Bieter der Vorzug gegeben. Bereits in wenigen Wochen sollen die Kaufinteressen offiziell vorgestellt werden. Und vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Die stehen natürlich gut da, die Golfstaaten, denn die hohen Energiepreise haben ihnen Milliardensummen in die Kasse gespült, auf wessen Kosten dürfte klar sein. Und das kommt natürlich der Regierung entgegen, denn Investorenkreisen zufolge könnte ein Verkauf von Schenker 10 bis 15 Milliarden Euro in die klammen Kassen spülen. Es wurden auch schon bis zu 20 Milliarden genannt. Ziel der Ampelkoalition ist es auf jeden Fall, den Höchstpreis für Schenker herauszuschlagen. Ja, und hier ist wieder das Interessante, es wird wieder Tafelsilber verscherbelt. Wem gehört eigentlich Schenker? Dem deutschen Bürger.
Das sind nämlich Steuergelder, mit denen das finanziert wurde. Und jetzt wird im Prinzip das Tafelsilber verkauft. Stellen wir uns vor, ein Unternehmer stirbt und hinterlässt seinen drei Söhnen die Firma. Und diese drei Söhne übernehmen jetzt einen riesengroßen Vermögenspark. Verschiedene Industriestandorte, verschiedene Lagerstellen, verschiedene Grundstücke und so weiter und so fort. Und einer der Brüder zum Beispiel, der würde jetzt sagen, damit der Laden richtig gut läuft und ich weiter meinen Porsche fahren kann, verkaufe ich jetzt ständig irgendwelche Güter. Ich verkaufe irgendwelche Förderbänder, ich verkaufe beispielsweise irgendwelche Ländereien und so weiter. Was glaubt ihr wohl, wie lange die anderen Brüder das mitmachen würden? Die würden irgendwann sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Interessanterweise sind die anderen beiden Brüder jetzt das gesamte deutsche Volk. Und dieser eine Bruder ist die Regierung. Und die verscherbelt jetzt im Prinzip aus der Erbengemeinschaft das gesamte Guthaben. Wo bleibt der Aufschrei? Ja, und man muss einfach wissen, Schenker ist und arbeitet hochlukrativ. Und es gibt jetzt hier also sehr viele Widers und wenige Fürs, außer die Kohle, die sie jetzt haben wollen, da die Grünen und die Roten, wenn man das so salopp sagen darf. Also ein Verkauf würde natürlich ein bisschen was reinbringen. Die Kehrseite der Medaille, ein Großteil des Umsatzes der Bahn würde bei einem Schenker-Verkauf wegbrechen. Und das sind nicht die einzigen Bedenken, Andreas, aber die sind schon stark, weil damit würde man ja die Deutsche Bahn erheblich schwächen. Einmal das und auf der anderen Seite natürlich auch wiederum den deutschen Steuerzahler. Denn letztendlich ist Schenker ja ein produktives Unternehmen, welches jedes Jahr Gewinne macht. Und ein Unternehmer, ein Investor, der dieses Unternehmen kauft, der wird natürlich jetzt nicht die Gewinne weiter an den Ex-Verkäufer auszahlen, sondern wird sie selbst einstreichen. Und der versucht das so günstig wie möglich natürlich zu machen. Also es ist wirklich eine solche unglaubliche Sauerei, die da abläuft, indem das Volksvermögen verschachert wird durch eine völlige inkompetente Struktur an führenden Persönlichkeiten, zumindest die dies vorgeben. Ja, und man sagt, ja, selber schuld. Wir hatten ja diesen großen Klima- und Transformationsfonds, aus dem wollten wir alles finanzieren. Das ist uns jetzt per Gericht untersagt worden. Jetzt müsst ihr zugucken, wie alles ausblutet. Das ist tatsächlich, so salopp gesagt, die Argumentation. Es regt sich einiger Widerstand gegen den Verkauf von Schenker. Zum Beispiel wird Verkehrspolitiker Christoph Ploss im Handelsblatt zitiert, der sagt, angesichts der Bedeutung von Logistikunternehmen wie Schenker für die Resilienz unserer Lieferketten kann sich ein Verkauf schnell auch als großer sicherheitspolitischer Fehler herausstellen. Naja, das kommt jetzt natürlich noch dazu. Es wird wichtigste Infrastruktur hier verscherbelt und das bedeutet natürlich weiterhin die Abgabe der Macht der Regierung und damit letztendlich der Bürger. Nochmal, wir haben eine repräsentative Demokratie und die Regierung soll eigentlich die Interessen der Bürger vertreten. Und das glatte Gegenteil wird gemacht. Der Bürger wird quasi verkauft. Ja, und es heißt hier weiter, die Logistikbranche ist im Moment noch einer der wenigen Bereiche, in denen Deutschland weltweit noch an der Spitze steht. Und der Herr Ploss, dieser Verkehrspolitiker, sagt, die Ampelkoalition darf das jetzt nicht als Tafelsilber an ausländische Investoren verscherbeln, nur weil sie nicht in der Lage sind, haushaltspolitische Prioritäten zu setzen und deswegen jetzt Geld brauchen. Und es heißt hier bei NTV, dass der Fall Schenker komplex ist. Es gibt nämlich noch weitere Probleme. Wenn Schenker an die finanzstarken Investoren vom Golf gehen würde, dann würde, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, die Regierung kritische Infrastruktur an ein autoritäres Golfregime abgeben. Schenker beliefert zum Beispiel Einrichtungen der Bundeswehr oder der NATO. Und ein Verkauf hätte Implikationen für die Sicherheit der Bundesrepublik. Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai und Abu Dhabi gehören, stehen ja auch immer wieder wegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung in der Kritik. Und also es schlagen, das sagt auch Holger Behrens, der ist Chef des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen, der sagt, bei uns läuten alle Alarmglocken, das hat er schon im Dezember gesagt, und man sei strikt dagegen, die Kontrolle über kritische Infrastruktur Investoren
aus dem Ausland zu geben. Dadurch, dass Schenker dann die NATO und die Bundeswehr beliefere, wüsste der Käufer ganz genau, welche Waffen in welchen Mengen wohin geliefert werden. Und der Verkauf Schenkers an den Golf sei ein Einfallstor für Wirtschaftsspionage. Die Warenströme bei VW seien dadurch auch beispielsweise einsehbar. Dadurch sei also die Regierung offenbar bereit, dieses Risiko einzugehen. Ja, das ist die Logistik alleine nur in dem Waffenbereich, was die Sicherheit anbelangt, wobei man das ja noch sowieso unter anderen Gesichtspunkten sehen kann. Aber die ganze Logistik auch der Lebensmittelversorgung der normalen Menschen. Ja. Was ist eigentlich damit? Was ist mit den Rohstoffen? Was ist mit beispielsweise den entsprechenden Brennstoffen, die man braucht, um seine Bude warm zu halten? Essen, Trinken und so weiter und so fort, Wasserversorgung. All diese logistischen Zusammenhänge sind aus meiner Sicht absolut hoheitlich zu sehen. Das heißt, die gehören in die Hände nicht einer Regierung, sondern in die Hände der Bürger, nämlich des sogenannten Staates. Und an der Stelle gibt es die Hoheitsrechte natürlich auch, gerade was die Grundversorgung anbelangt. Aber mittlerweile ist so irgendwie komplett der Drops gelutscht. Man gibt sich keine Mühe mehr. Man verhöhnt und verachtet das Volk sehenden Auges. Aber man kann auch an der Kante beruhigt sein, weil die große Masse nichts davon versteht. Die guckt sich dann Markus Lanz an Abend und lässt sich dann eben halt einlullen und glauben, es gibt dann kritischen Journalismus. Wir gucken auch die Pilcherin zwischendurch, ja. Die Rosamunde. Ja, aber wir kümmern uns halt auch um diese Themen hier. Was nicht heißt, dass wir jetzt besser sein wollen als die anderen. Aber bitte ein bisschen wacher, denn das ist hier zum Beispiel wirklich ein Thema, kann gefährlich werden. Denn ein höherer Verkaufserlös, heißt es hier, wird die Geldprobleme der Bahn nicht endgültig lösen. Das Handelsblatt meldet unter Berufung auf seine Quellen im Aufsichtsrat, dass ungefähr die Hälfte des Verkaufserlöses in den Schuldenabbau des Konzerns fließen soll. Andernfalls würde die Bahn nach dem Verkauf ihre Bonität verlieren und weitere Kredite erheblich teurer werden. Und wie es aus dem Kontrollgremium heißt, sollen auf der Aufsichtsratssitzung am 20. März, also in etwa einem Monat, die Bieter vorgestellt werden. Aber Einblick in die Bücher soll bislang noch nicht gewährt worden sein. Das behalte man sich bis zum Schluss vor. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte an der Stelle. Schenker als Vorzeigeunternehmen hochproduktiv dient der deutschen Bahn als Sicherheit für ihre eigenen Kredite, die sie haben. Wenn jetzt die höchste Sicherheit, die sie haben, verscherbelt wird, dann fällt die Sicherheit weg und dann kommen die Gläubiger, die glauben, dass sie das Geld wieder zurückbekommen, eventuell, nämlich die Banken, und sagen: Was habt ihr uns für alternative Sicherheiten zu bieten? Und wenn dann die Bahn sagt, tut uns leid, aber die Sicherheit haben wir gerade an die Araber verscherbelt, dann sagt die Deutsche Bank oder die Bank, die das finanziert, eine der Banken, die sagen dann einfach, okay, dann müssen wir jetzt einen höheren Risikozins einbauen, weil die Sicherheiten nicht mehr da sind. Das heißt, die Gewinne durch den Verkauf von Schenker verzehren sich auf diesem Weg dann wieder. Mit anderen Worten, man hat lediglich zum Schluss ein wichtiges infrastrukturelles Unternehmen nicht nur verscherbelt, sondern verschenkt. Meine Oma würde sagen, Milchmädchenrechnung. Genau so. Vielleicht interessiert euch noch, wer als potenzieller Bieter da in die Runde gegangen ist. Also es sollen insgesamt 20 sein, sagt das Handelsblatt. Im Rennen sind demnach Logistikunternehmen wie die Reedereien Maersk und MSC oder auch die DHL Group und Kühne und Nagel. Genannt werden auch mehrere Finanzinvestoren wie die Private Equity Fonds CVC und Carlyle. Und als Favoriten gelten aber vor allem die drei reichsten Kaufinteressenten. Und das sind der saudi-arabische Logistiker Bahri, der arabische Investor ADQ, einer von drei Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi, sowie der Hafenbetreiber und weltweit größte Logistikkonzern DP World aus Dubai. Ja, und das sind natürlich die Gruppierungen, die sich gerade interessanterweise den BRICS-Staaten auch immer mehr zuordnen. Das finde ich auch ganz interessant. Das heißt also, hier findet auch eine Aufgabe, das ist vielleicht sogar noch das einzig Gute an der Stelle. Das muss man ganz einfach mal so sehen. Wir sehen ja auch, wie der Hamburger Hafen an chinesische
Investoren mehr oder weniger aufgegeben wurde und dann eben halt an dieser Stelle dann an andere arabische Strukturen. Interessanterweise macht man auch kein Hehl raus, auf der einen Seite gegen die BRICS zu schimpfen und auf der anderen Seite die goldenen Filetstücke dann quasi genau diesen Unternehmen zu übertragen. Du sagst das einzig Gute nur, ja, aber einzig gut ist es nur dann, wenn man die BRICS als die Guten einordnen will. Das weiß man doch auch alles nicht genau, Herr Popp. Nein, das weiß man nicht, aber was ich weiß, ist, dass was wir jetzt haben, die Schlechten sind. Und so besteht zumindest eine Chance, dass wenn ein anderer kommt, dass es eventuell besser wäre. Denn das, was wir hier haben, das Festhalten an den bestehenden Strukturen, die jetzt gerade verschachert werden, das zeigt, dass es nicht funktioniert. So, und ich möchte eine weitere Meldung mit euch teilen, um vielleicht aufzuzeigen, wie groß der Wahnsinn wird. Euraktiv, das ist ein Portal, das meldet eigentlich pro Domo, pro EU und so weiter. Die melden also, dass die Klimaziele in der EU unbedingt erreicht werden sollen. Und es fehlen da so ein paar Euro, nämlich jährlich 400 Milliarden jährlich. Und da wird der Leiter der Klimaschutzabteilung der EU-Kommission zitiert, der sagt, deswegen wird in der nächsten Legislaturperiode eine nie dagewesene Investitionsoffensive vonnöten sein. Der Generaldirektor der Klimaschutzabteilung der Kommission, der heißt Kurt Vandenberge, und der hat sich vorgestern am Mittwoch bei der Vorstellung eines Berichts geäußert, ein Bericht des Instituts for Climate Economics, in dem das europäische Klimainvestitionsdefizit untersucht wurde. Und wie gesagt, jährlich klafft eine Lücke von 406 Milliarden. Und zwar will man ja das Klimaziel der EU bis 2030 erreichen. Das sind also nicht mal mehr 6 Jahre, um die Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55% unter das Niveau von 1990 zu senken. Ja, und das ist jetzt so die finale Bankrotterklärung, die natürlich heute noch richtig zu passt zur Nachrichtenlage, weil diese Story, in die man sich da einbinden lassen hat, hat eine solche Eigendynamik übernommen. So viele Unternehmen haben auf diese Klimawahn Geschichte, die man uns verkauft, also einer CO2-basierten Klimaerwärmung, die widerlegt ist, nochmal ganz klar. Aber man kommt dort nicht mehr raus, weil in dem Moment, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Wahnsinn zurücknehmen würde, dann würden so viele Schäden stattfinden, die man überhaupt nicht mehr kalkulieren kann. Aber der andere Weg ist, wenn man es weitermacht, dann gibt es nicht mal eine Chance des Wiederaufbaus, wenn man da nicht aufpasst. Und da wird genau der Punkt eben halt erreicht. Man zieht es auf Biegen und Brechen durch und lässt dabei notfalls die gesamte Ökonomie und auch die Menschheit gegen die Wand fahren. Ja, und während die Bauern, die Landwirte in Deutschland vor die Wand gefahren werden und zum Beispiel Logistikunternehmen wie Schenker verhökert werden sollen, sagt Wirtschaftsminister Habeck hier den Europäern, diesem Herrn Vandenberge, 350 Millionen Euro für die Kofinanzierung deutscher Projekte zu, die im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung zur Erzeugung zum Beispiel von erneuerbarem Wasserstoff ausgewählt wurden. Und der EU-Beamte ist ganz begeistert und sagt, Herr Habeck wird kommen, die Bewerbungen aus Deutschland entgegenzunehmen und diejenigen zu bezahlen, die bei der europäischen Ausschreibung den Zuschlag erhalten. Und er bekommt eine mit der GD-Wettbewerb vereinbarte Ausnahmegenehmigung für staatliche Beihilfen. Es ist ein Irrenhaus, ich sage es, es ist ein Irrenhaus. Es werden keine wirklich sauberen Strukturen in Gang gesetzt, sondern es wird ein Durchwurstelpragmatismus aus allen Ebenen zusammengebastelt, um das Chaos zu komplettieren. Ich kann das überhaupt nicht kommentieren. Sowas. Ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck, dass du voll genervt bist, aber ich bohre noch ein bisschen tiefer. Und ihr werdet wahrscheinlich, ich habe gerade, als ich das vorgelesen habe, dass Habeck da nun auch schon wieder die hunderte Millionen raustut, habe ich einige von euch innerlich im
Dreieck hüpfen sehen, weil man kriegt einfach einen Mega-Hals, wenn man das hier alles sieht. Und während also die Landwirte europaweit, vor allem auch in Deutschland, protestieren, demonstrieren, hat man in der EU schon wieder was ganz Neues vor, weil man möchte nämlich jetzt EU-Führerschein-Richtlinien für Traktorfahrer festlegen. Und in den meisten EU-Mitgliedstaaten reicht ja ein Pkw-Führerschein aus, um ein landwirtschaftliches Fahrzeug zu fahren. Jetzt soll aber diese Führerscheinrichtlinie EU-weit überarbeitet werden und dann soll es 8 neue Führerscheine speziell für Traktoren geben. Und es wird natürlich hier auch scharf angegriffen. Hier heißt es, die Einführung eines Traktorführerscheins nur wenige Wochen nach dem Ausbruch der Bauernproteste in Frankreich und ganz Europa entspreche natürlich nicht den Wünschen derjenigen, die für die Ernährung sorgen. Das sind zum Beispiel Stellungnahmen der Kommunistischen Partei in Frankreich. Die haben sich in einer Pressemitteilung geäußert. Und diese neue Führerscheinrichtlinie wurde letztes Jahr im März von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, im Sommer noch ein bisschen abgeändert und man wolle die Führerscheine harmonisieren, digitalisieren und vereinfachen. Ja. Damit haben wir das Ganze natürlich endlich auf den Punkt gebracht, dass wir die wichtigen Dinge angehen. Das heißt, eigentlich haben wir gar keine Probleme. Wir haben keine Kriegsgefahren, die man selber inszeniert. Wir haben auch keine Covid und wir haben auch keine mRNA. Das Wichtigste sind jetzt für uns die Traktorführerscheine. Die Wirtschaft läuft ja sowieso, alles ist wunderbar. Und was ja Herr Habeck gesagt hat, sind nur die Zahlen sind schlecht. Die Ökonomie läuft eigentlich gut. Es ist ja schwer zu kommentieren. Ja, und wir haben ja in unserem Kongress einige Experten, die über den WHO-Pandemievertrag sprechen. Wir wissen seit einiger Zeit schon, dass man die gesundheitlichen Ziele, also zum Beispiel Pandemien, zusammenfasst mit dem Klima. All das werden ja jetzt Standards für die WHO, die sich berufen fühlt, weltweit global darüber zu befinden, was gesund ist und was nicht gesund ist für den Menschen. Und die WHO wird finanzstark, also sind praktisch die Treiber, von Deutschland und der EU unterstützt. Dann gibt es natürlich noch Bill Gates und Joe Biden und damit hat sich's eigentlich. Die sind die Treiber. Und jetzt gibt es bei der EU am Dienstagabend, da hat man sich im Rahmen des Aktionsplans zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung geeinigt auf überarbeitete Vorschriften zur Luftqualität. Ziel des Plans ist es, die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden bis 2050 festhalten, auf null zu reduzieren. Ja, dann müsste man ja jetzt sofort beantragen, dass die Rüstungsindustrie sofort dicht gemacht wird, abgeschafft wird. Denn das sind die Umweltvernichter Nummer 1 auf dieser Welt natürlich, ganz klar. Und die bekommen gerade richtig Schub und zwar von denselben Politikern und dieselben EU-Funktionäre, die sich gerade hinstellen und begrüßen in großen Eröffnungsfabriken beispielsweise dann die Rüstungsindustrie, wo man sagt, wir bauen hier Granaten und Schwarzpulver und wir wissen, wie wir alles so richtig schön durch die Gegend verballern und kaputt machen, Leute töten und die ganze Natur im Prinzip noch letztendlich vergiften. Das ist das, was dagegen steht. Ja, oder eben die Chemtrails oder Geoengineering. Merkwürdig, dass das in diesen Plänen offenbar gar nicht besprochen wird. Und hier in diesem Artikel, der ist auch von Euraktiv veröffentlicht worden. Da heißt es, obwohl sich die Luftqualität in ganz Europa in den letzten Jahren langsam verbessert hat, schätzt die Europäische Umweltagentur, die darf natürlich auch nicht fehlen, dass in der EU immer noch mehr als 300.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung auftreten. Und da heißt es weiter, die EU-Luftqualitätsnormen müssen dringend aktualisiert werden. Ärzte in ganz Europa sind sich einig, bin mal gespannt, wer diese Umfrage gemacht hat, dass wir eine bessere Luftqualität brauchen. Und die Behörden und nationalen Regierungen müssen handeln, um die Krankheitslast zu verringern. Das sagt der Präsident des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte, Christian Kaiser.
Und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Holger Lösch, der befürchtet, dass mit diesen Luftqualitätsgrenzwerten natürlich alle möglichen Umbauprojekte verzögert oder verhindert werden und sagt, dass diese neuen EU-Luftqualitätsrichtlinien wörtlich zu unzumutbaren Eingriffen in Wirtschaft, Mobilität, Landwirtschaft und Wohnen in Deutschland führen könnte. Und damit wären es wörtlich weitreichende Fahrverbote für Pkw und Lkw wieder denkbar. Naja, wir sehen alle, in welche Richtung das geht. Und spätestens diese absurden, chaotischen und auch paradoxen Maßnahmen, die gemacht werden. Kriegstreiberei auf der einen Seite, Nord Stream 1 und 2 sprengen auf der anderen Seite und andere Dinge der Umweltverschmutzung, LNG-Transporte im Prinzip über das Meer mit gigantischen Rohstoffverbräuchen alleine nur für diese Transporte, die da gemacht sind. Und auf der anderen Seite dann hier diese Geschichte, wir müssen alles auf Null bekommen. Das ist doch wirklich mehr als faktenreich, damit jeder Bürger erkennen kann, wir bewegen uns im Prinzip in einem Irrsinn. Und solange das nicht stattfindet, werden wir merken, dass wir mit der Argumentation einfach nicht mehr weiterkommen. Und genau das wird, wie gesagt, einer der Schwerpunkte auch sein, aus meiner Sicht zumindest, für unseren Kongress, den wir machen, weil wir versuchen wollen, den Leuten auch Wege und Instrumente an die Hand zu geben, wie man noch sauber argumentieren kann, um die Menschen langsam aber sicher freizuschaufeln aus dem Irrsinn. Und das versuchen wir hier auch 3 Tage in der Woche, einfach auch Argumente zu liefern, damit jeder möglichst selbst in die Eigenverantwortung kommen kann, eben nicht nur zur Mikrobenzeit, sondern jetzt, wo es echt um die Wurst geht, erst recht. Und es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Und diese guten Nachrichten werden immer mehr. Wir haben gehört, den ganzen Irrsinn mit den E-Autos werden sie nicht durchbekommen. Es gibt viel zu viel Widerstand dagegen. Die Automobilkonzerne fahren zurück mit ihren Produktionen für E-Autos, stellen wieder um auf Benziner. Und natürlich wird sich das weiter durchsetzen und fortsetzen. Und jetzt kommt eine weitere wirklich spannende Nachricht, die will ich euch am Schluss als gute Nachricht mit ins Wochenende geben. Die ist veröffentlicht worden, auch bei NTV, also politisch alles korrekt, was wir hier machen. Und es wird also wohl das autonome Fahren, also das Autofahren ohne Fahrer, erstmal nicht geben. Der Traum scheint geplatzt. Und wo ist er geplatzt? In Deutschland. Mal wieder. Denn 2021 ist in Deutschland laut Bundesverkehrsministerium ein Gesetz in Kraft getreten zum autonomen Fahren mit dem Ziel des Verkehrsministeriums, bis zum Jahr 2022, ist schon eine Weile her, Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen in den Regelbetrieb zu bringen, wodurch Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt, werden sollte. Deutschland hatte sich wieder eine Führungsposition ausgedacht. Na, ich bin froh darüber, dass man dann doch noch selbst fahren kann, denn ich traue mir ehrlich gesagt mehr zu als jeder Technik, denn wenn ich das so gesehen habe, was bei diesem autonomen Fahren schon an Unfällen passiert ist, also vielleicht hat der Mensch doch noch ein paar Vorteile im Rahmen der Schöpfung als alle Ersatztechniken, die man versucht, durch ein krankes Gehirn zu entwickeln. Ja, und die werden hier auch aufgeführt in der Meldung. Ich möchte sie euch auch mitteilen. Also klar ist, dass jetzt 2024 vollautomatisierte Autos nicht zum deutschen Straßenalltag gehören. Und der ADAC, der zitiert zum Beispiel aus einer Prognosenstudie, wonach sich die Technik frühestens ab 2040 durchsetzen könnte. Und denn es geht in dieser Übergangsphase jetzt um hochautomatisierte Fahrsituationen. Und dabei konnte man einfach nicht berechnen, dass die Roboter anders reagieren als die Menschen. Hier heißt es,
Pikanterweise sind Unfälle ein Grund dafür, die sich in jüngster Zeit mit autonomen Fahrzeugen ereigneten, dass die Stufe 4, das Ganze ist hier so in Stufen eingeteilt, wohl noch etliche Jahre nicht erreicht wird. Denn bis heute wird noch regelmäßig eine McKinsey-Studie aus dem Jahr 2015 in der Argumentation pro autonomes Fahren herangezogen, wonach die Technik bis zu 90% aller Unfälle vermeiden könnte. Aber tut sie nicht. Und warum tut sie das nicht? Ich springe mal ein bisschen weiter hier. Das ist eine lange Meldung. Zum Beispiel haben im August letzten Jahres selbstfahrende Autos eine Straße blockiert, nachdem vermutlich das Mobilfunknetz überlastet war. Ein Wagen blieb im frischen Beton einer Baustelle stecken. Ein anderer hatte einen Unfall mit einem Feuerwehrwagen. Noch schlimmer kam es im Oktober, als ein Cruise-Auto eine Fußgängerin mehrere Meter mitschleifte, nachdem sie von einem anderen Auto angefahren und vor das autonome Fahrzeug geschleudert worden war. Und wie das Fahrzeug es gelernt hatte, fuhr es zur Seite, um nicht im Weg zu stehen, statt sofort zu stoppen. Und es ist hier die Rede von einer allgemeinen Ernüchterung. Und das heißt, das sagt Ilja Radosch, der Leiter des Daimler Centers für Automotive IT-Innovation an der TU Berlin. Er sagt, wir sind nicht auf die Idee gekommen, eine solche Situation zu programmieren. Es zeige sich, dass wir das vermeintlich Abseitige oder kaum Mögliche doch in Betracht ziehen müssen und man habe die Komplexität besonders des städtischen Straßenverkehrs unterschätzt und man habe nicht bedacht, dass das Fahren auch von tausenden intuitiven Handlungen begleitet werde. Des Menschen natürlich. Und nun stehe man vor der Frage, wie man den Computer zu diesem intuitiven Handeln befähigt. Und als Beispiel hat er zum Beispiel genannt, spontanes Hupen, wenn jemand ohne Blinken abbiegt oder wie der beschriebene Unfall zeigt, sofort anzuhalten und nicht erst an die Seite zu fahren und zu stoppen. Ja, also egal, was wir sehen, dass wir uns in einem Körper befinden, der von der Schöpfung her perfekt ausgearbeitet ist, den wir eigentlich nur nutzen möchten. Aus welchem Grunde soll der Mensch eigentlich pauschal immer ersetzt werden durch irgendwelche technischen Dinge, die allein aus dem Verstand heraus gemacht werden, nicht aus dem Geist? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Der Mensch hat eine geistige und eine Verstandeskomponente und damit ist er unschlagbar und man kann etwas kopieren. Zumindest versuchen. Aber eins haben wir gelernt, schon damals. Eine Kopie ist immer schlechter als das Original und wird von Kopie zu Kopie noch schlechter. Und ich möchte jetzt zum Schluss eben als gute Nachricht diese Meldung setzen, weil sie zeigt, Mensch gegen Gott, was gibt es da überhaupt noch für eine Frage? Und der gute alte Jesaja im Alten Testament, wenn wir auf Jesaja 8 gehen, das möchte ich noch mal mit euch hier ganz kurz durchsprechen, damit das nachklingen kann. Das sind die Aussagen von ihm. Ja, zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, da heißt es: Tobet, ihr Völker, und erschreckt. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch und erschreckt. Rüstet euch und erschreckt. Beschließt einen Plan. Es wird nichts draus werden. Beredet euch. Es wird nicht zustande kommen. Denn hier ist Immanuel. Damit ist gemeint der Menschensohn, der erwartet wird, sozusagen für dieses jüngste Gericht. Und der, wenn er da ist, dann passieren diese Dinge. Und ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, hat auch damals schon vor tausenden Jahren der gute alte Jesaja gesagt. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Sondern heiligt ihn, den Herrn, den lasst eure Furcht sein. Diese Worte möchte ich nur wirken lassen. Großartig.